weil man lernt ja schon auch im Kindergarten, wie das funktioniert, Gruppenarbeit. Alle zusammen decken den Tisch ab. Jeder trägt zwei Teller, ist der Tisch am Ende gedeckt. Das ist, wovon wir sprechen. Klimaschutz funktioniert nur global, das stimmt, aber dafür müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen. Und wir in Deutschland tun es nicht. Ja, herzlich willkommen, Luisa Neubauer, zu unserer Gesprächsreihe Was ist Deutsch? Die findet heute statt im Flughafen Tempelhof in Berlin. Warum hier? Die Idee war so ein bisschen ein stillgelegter Flughafen, obwohl er nicht aus ökologischen Gründen stillgelegt wurde, sondern aus ökonomischen. Jetzt demnächst auch eine Renovierung erfahren wird, eine klimagerechte. Das war so ein bisschen ein Symbol. Sie sind bekannt, um nicht zu sagen berühmt, als, viele sagen Gesicht, ich würde mal sagen als Stimme der Fridays for Future-Bewegung und anderer klimawandelbezogenen politischen Bewegungen. Und Sie sind geboren 1996 in Hamburg. Und das wäre so meine erste Frage, wie kamen Sie in diese Klimawandelgeschichte hinein? War das die Schule? War das das Elternhaus? Wie kam das? Also ich hatte es wahnsinnig gut, als ich aufgewachsen bin. Und ich hatte eine wirklich, wirklich schöne Jugend und ein ganz klassisch, ich glaube, gut informiertes und gut behütetes Leben. Und wir hatten, heute ist es unumstrittener und politischer, wir hatten ein Einfamilienhaus, wie man das so hat, und wir waren vier Kinder und meine Eltern haben im sozialen Bereich gearbeitet, in der Altenpflege. Und in meiner Jugend, da wurde auch politisch gesprochen bei uns. Und wir sind auch auf Demos gegangen ab und zu. Und man hat sich engagiert, meine Mutter hat sich viel um unsere Schule gekümmert und das gesunde Essen und all das. Aber natürlich waren wir unterm Strich auch Teil von sozusagen einer Gesellschaft, die einen Lebensstil kultiviert hat, der so gar nicht tragbar ist. Und ich glaube, noch immer denkt man so ein bisschen, dass Emissionen, die sehr gut besprochen sind oder die man sehr umweltbewusst ausstößt, nicht so schlimm sind, aber es geht natürlich nicht auf. Also, auch da habe ich irgendwann später rückblickend festgestellt, wow, das war auch irgendwie Teil von einer Illusion. Und als ich dann größer wurde, hat man mir gesagt, Luisa, engagier dich, das macht man so. Und das habe ich auch überall vorgelebt bekommen, das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass das irgendwie auch was hat, dass man sich einsetzt, dass man über seinen Tellerrand guckt, dass man sich auch für Dinge einsetzt, von denen man noch gar nicht wusste vielleicht, wie wichtig sie einem sein könnten. Und natürlich war Teil von meinem Engagement, Teil von dem, was ich gemacht habe als Jugendliche, auch irgendwie klimabezogen. Aber damals war die Klimakrise nie existenziell. Es war nie ein Problem, bei dem sich meine Eltern hingesetzt haben und gesagt haben, ey Luisa, hör mal zu, da kommt was richtig Schlimmes und wir haben keinen Plan, das hat niemand gesagt. Und das heißt, ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass die Klimakrise zwar ein Problem ist, aber wir haben ja eine Regierung und die kümmert sich und wir haben ja ganz tolle Ideen, wie man irgendwie was machen könnte. Und wenn es richtig brenzlig werden würde, dachte ich, würde man schon intervenieren. Engagement heißt, Sie haben sich in Organisationen oder sozialen Bewegungen beteiligt, oder? Ich war damals in meiner Kirche sehr aktiv. Ich war Jugendleiterin und das war eine sehr sozial ausgerichtete Kirche. Es ging ganz viel um Gemeinschaft. Es ging auch darum, dass sozusagen Kinder, denen es nicht gut ging oder die so nicht so wohlständig, nicht so privilegiert erzogen worden wie ich oder aufgewachsen sind wie ich, bei uns in der Kirchengemeinde irgendwie alle zusammenkommen konnten, also aus verschiedensten Hintergründen. Das hab ich gemacht und ich habe mich natürlich irgendwie in der Schule engagiert, irgendwie Stufensprecherin und solche Sachen gemacht. Und das war schon auch, glaube ich, relativ normal, dass man sich für irgendwas einsetzt. Ich war Lerntrainerin an der Schule, solche Sachen habe ich halt gemacht. Überhaupt zur Schule, wie war das? Hat die selber Impulse gegeben? Also gab es irgendwelchen Unterricht, durch den Sie
angestoßen wurden in dem, was Sie jetzt heute tun? Oder zu Ihrem Studium? Also Sie studieren Geografie? Genau. Oder? Also ich glaube, dass mit den Schulen, also ich meine, ich spiele eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Klimabildung in diesem Land. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass bei mir in der Schule, und ich fürchte, dass kein Einzelfall ein bisschen kontraproduktiver, wie er mit der Klimakrise umgegangen ist, weil dort, also dann auch im Erdkundeunterricht und so weiter und so fort, wurde das Klima schon angesprochen, aber halt als ein Thema von ganz vielen. Mhm. Das heißt, eine Woche haben wir da den Klimawandel besprochen und dann in der nächsten Woche haben wir das Wattenmeer besprochen und danach die Vulkane. Mhm. Und kein Kind kommt dir dann auf die Idee, dass vielleicht Klima ein anderes Thema ist und vielleicht auch nicht nur ein Thema, sondern vielmehr ein Aggregatzustand. Und vielleicht auch fürs Wattenmeer erheblich. Das auch. Und das heißt, es hat lange gebraucht, bis ich in der Schule irgendwann dachte, Moment, wenn es wirklich so schlimm ist, wie alle sagen, wieso verhalten wir uns nicht so, als wäre es so schlimm? Mhm. Und dann habe ich angefangen, Geografie zu studieren, weil ich mir dann dachte, also angeblich ist die Klimakrise unser größtes Problem, aber ich sehe niemanden, der sich so verhält, als wären wir in einer so großen Krise, und ich sehe auch überhaupt nicht den großen politischen Wandel. Nur um sicher zu gehen, dass ich wirklich alles auf dem Schirm habe, studiere ich das. Mhm. Um die Welt besser zu verstehen, letztendlich. Wie ist das? Sie haben ja oft eine Berufsbezeichnung. Man sagt, Sie sind Klimaaktivistin. Mhm. Das ist kein geschützter Beruf. Man kann auch dazu nicht, man kann das, glaube ich, noch nicht studieren. Aber was machen Sie eigentlich konkret? Außer, dass Sie zum Beispiel Gespräche und Interviews führen, man sieht Sie in Talkshows. Wie darf ich mir Ihren Alltag neben dem Studium vorstellen? Wie sieht das aus? Na, jetzt zunächst einmal bin ich eigentlich Studentin und ich schreibe Bücher und habe einen Podcast. Und also, dass ich auch Aktivistin bin, ist ja natürlich nur eine Zwangsläufigkeit, die sich aus der Verantwortungslosigkeit der Regierung ergibt. Also ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, jemals Aktivistin zu sein. Ich denke auch eigentlich, sollten wir alle darauf hinarbeiten, dass das gar nicht so richtig notwendig ist, weil wir wissen, es gibt Menschen in Verantwortungspositionen, die sich kümmern. Und das heißt, was wir machen, ist, wir organisieren uns als Bewegung. Also Fridays for Future-Proteste passieren nicht sozusagen über Nacht, sondern die passieren, weil Menschen wie ich, aber wir sind ja ganz, ganz viele, jeden Tag in der Woche sozusagen Bewegung organisieren, Menschen ansprechen, mobilisieren und auch viel über das sprechen, was uns ja, die Regierung teilweise vorenthält, wie gravierend die Krise ist, was es heißt, dass man sich gerade weigert, darüber zu sprechen. Und das braucht sehr viele, und ich bin in dem Sinne sehr dankbar, dass wir nicht mehr in Anführungszeichen nur junge Leute sind, weil die Klimakrise ist nicht ein junge Menschenproblem oder ein Aktivistinnenproblem, sondern ein Problem von uns allen und aus allen Berufsgruppen, allen Generationen fangen Menschen an, diese Krise auch persönlich zu nehmen. Und vielleicht noch eine Sache zu dem Begriff Aktivistin. Ich glaube, auch das ist ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung. In meinen Augen sind wir eigentlich schon auch alle Aktivistinnen, denn die Klimakrise zwingt uns praktisch vor die Entscheidung, wie wir uns zu ihr verhalten. Also wir können ja nicht neutral zu einer Krise sein, bei der wir ein so großer Teil selbst davon sind. Also wir spielen alle eine Rolle in der Krise. Entweder lehnen wir uns zurück und sagen, ja, die Regierung wird schon machen, dann werden wir halt aller Wahrscheinlichkeit nach weit am 1,5-Grad-Ziel hin zurück. Und wir werden ein bisschen in unserer aller Zurücklehnung und all unserer Entspanntheit zu so 3-Grad-Aktivisten. Und wenn wir uns aber sagen, ey, wir mischen uns ein, wir wollen eigentlich, dass wir einen lebenswerten Planeten erhalten, wir wollen, dass Lebensgrundlagen geschützt werden, dass Wirtschaftsgrundlagen geschützt werden, und wir wollen das anders machen, dann werden wir in einer gewisser Weise auch zu 1,5 Grad oder Klimaaktivisten. Ich glaube, dass die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die sich mit dem Klima beschäftigen und dass es die gibt und Menschen gibt, die das nichts angeht, vor allem eine sehr bequeme Erzählung ist von denjenigen, die meinen, sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Nun kommen Sie, glaube ich, viel herum. Wahrscheinlich europaweit oder sogar weltweit, aber vor allem auch in Deutschland nehme ich einfach an, dass Sie sehr viele Veranstaltungen haben und wie Sie sagen, es betrifft alle Regionen, es ist kein spezielles, es ist auch kein Hauptstadtthema, es ist ein Stadtthema, es ist auch ein Landthema. Zu der Frage, was ist Deutsch, da sind Sie eigentlich eine gute Aufkunftsquelle. Wie begegnet Ihnen das Land, wenn Sie mit den Leuten sprechen? Das Deutsch, also Deutschland, ja. Aber auch gerne, weiß nicht, regionale Unterschiede oder
Wie kommt Ihnen das vor in Bezug auf das, worüber Sie mit den Leuten reden, eben diese Klimafragestellung? Ist das, findet das Aufnahme? Sie haben gerade gesagt, es gibt Leute, die lehnen sich zurück. Reden Sie mit Leuten, die das bestreiten oder die sagen, so schlimm ist es nicht? Ja, also ich rede schon eigentlich, also ich rede den ganzen Tag mit Leuten, da sind dann viele dabei. Naja, zum einen würde ich erstmal feststellen, noch nie war die Bereitschaft, etwas gegen die Klimakrise zu tun, in diesem Land so groß wie heute. Und das ist wunderbar und das spricht sehr für sich. Und ich erlebe, dass wirklich auch Menschen aus den sozusagen unwahrscheinlichsten Institutionen und Kontexten heraus anfangen zu sagen, ey, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass wir positiven Wandel voranschieben, dass wir uns nicht mehr verstärken vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern dass wir wirklich dafür kämpfen, dass ja, die Welt genuin gerechter und nachhaltiger wird. Und das erlebe ich jeden Tag und das, sozusagen, das überschattet ganz viel von dem, was mich auch sehr beunruhigt. Und dann gibt es natürlich nach wie vor, es gibt nicht mehr so richtig KlimaleugnerInnen in Deutschland, also statistisch gesehen sind die, also es ist eigentlich kein Thema mehr. Mittlerweile hat aber die Klimaleugnung ein bisschen eine andere Gestalt angenommen. Das sind dann eben nicht Menschen, die sagen, ich glaube nicht an die Wissenschaft, sondern das sind Menschen, die sagen, Klimaschutz ist wichtig, aber andere müssen ja auch was machen. Klimaschutz ist wichtig, aber wir müssen ja irgendwie auf die Wirtschaft achten. Das sind sozusagen Menschen, die in so einem Klima-Ja-Aberismus verfallen, bei dem unterm Strich immer rauskommt, ich möchte es eigentlich doch nicht machen. Und das wird ganz viel auch vorgelebt von der Politik, diese Haltung. Deswegen finde ich es auch gar nicht verwunderlich, dass Menschen das dann übernehmen. Und das resultiert darin, dass ich glaube, nach wie vor einfach sehr, sehr viele Menschen meinen, das Klima sei ein Thema von der Zukunft, von anderen Kontinenten, von irgendwelchen Menschen in extrem sozusagen professionellen, wissenschaftlichen Kontexten, aber bloß nicht ihr eigenes. Mhm. Und glücklicherweise ändert sich das immer mehr und immer mehr Menschen kommen aus dieser Schockstarre, aus dieser sozusagen Passivität raus. Aber das erlebe ich auf jeden Fall auch viel. Wie ist das neben den drei Positionen, die Sie gerade skizziert haben, also diese irrelevant werdenden Leugner, die einfach den Rest der Wissen... Es gibt noch ein, zwei sogar, glaube ich, in der FDP, CSU und AfD, aber es sind wirklich sozusagen minimal. Man muss sich nicht um jede Meinung dann irgendwann kümmern. Und den Leuten, die sagen, ja, es ist ein Problem, wir wollen irgendwas machen. Und denen, wie Sie gerade gesagt haben, die so sagen, naja, Deutschland ist, da kommt immer diese 2%, ich weiß gar nicht, ob die Zahl korrekt ist, dass nur 2% der Emissionen von hier aus kommen, die sagen, naja, wenn wir jetzt das von 2% auf 0% schaffen, dann sind es immer noch 98% der Emissionen in der Welt. Damit will ich übrigens nicht sagen, also um das nochmal zu unterscheiden, natürlich gibt es Menschen, die haben sozusagen, also üben Kritik an Klimaschutzmaßnahmen, weil sie denken, sie könnten anders oder besser sein. Ja. Das ist total wichtig und Gott sei Dank bringen sich Menschen diesen Diskurs ein, um dafür zu sorgen, dass Klimaschutzkonzepte gut sind und nicht sagen so Larifari-Produkte. Was ich aber glaube, was ich sehe, ist, dass es zwischen Leuten, die unterm Strich committed sind, diese Klimakrise anzugehen und diejenigen, die sie komplett leugnen, gibt es praktisch eine Kategorie, die sozusagen, also vor allem ehrlicherweise in sozusagen Politik und Medien auch vertreten, dass es sozusagen, es fühlt sich fast strategisch an, wie man probiert, immer mehr Argumente aus der Luft zu zaubern, warum man bloß nichts machen muss, bloß nicht zu schnell machen muss und jetzt vielleicht nichts überstützen darf. Das sind die Menschen, die gestern gesagt haben, so schlimm ist es noch nicht und morgen sagen, ah, jetzt lohnt sich ohnehin überhaupt nicht mehr. Das wäre meine Frage. Genau. Gibt es nicht auch eine Gruppe, die sagt, das ist eigentlich durch. Also wir werden das nicht schaffen und wir können uns jetzt nur noch versuchen, durch Technologie und Baumaßnahmen oder was immer, gegen die Folgen. Ja, die Frage ist ja, was werden wir nicht schaffen? Naja, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel. Ja, dann würde man ja probieren, auf 1,51 Grad hinzuarbeiten, oder? Ja. Also Menschen, die sagen, wir können das nicht mehr schaffen, wissen offensichtlich überhaupt nicht, was die Klimakrise für ein Phänomen ist. Und es ist nicht wie ein Freischwimmerabzeichen zu machen. Du schwimmst dann die Bahn runter, wenn du zu langsam bist, hast du halt Pech gehabt. Also es geht ja darum, dass wir die allergrößten Schäden verhindern und darauf hinarbeiten, dass die
globale Erderhitzung so niedrig wie möglich ist. Das ist eine Sache, da kann man an keinem Punkt sagen, das lohnt sich nicht mehr. Mhm. Dass wir harte sozusagen Ziele wie das 1,5-Grad-Ziel, dass wir darum besonders kämpfen müssen, das ist klar, einfach weil nach 1,5 Grad globale Durchschnittserhitzung praktisch einfach die Wahrscheinlichkeit für Kipppunkte so groß sind, also sich selbst bestärkende Spiralen von Katastrophen, die wir nicht mehr aufhalten können. Aber alles darunter ist ja irgendwie, also das finde ich eigentlich sehr logisch zu sagen, hey, wir geben alles, was wir tun können. Und wie gesagt, wer sich jetzt hinstellt und sagt, oh, ist alles schon verloren, der trägt dazu bei, dass es noch unwahrscheinlicher wird, dass wir sozusagen so viel retten wie möglich. Und macht sich damit in einer gewisser Weise eben zum 4-Grad-Aktivisten. Mhm. Erleben Sie, wenn Sie so sprechen, erleben Sie Unterschiede zwischen den Ländern zum Beispiel? Zwischen den Bundesländern jetzt? Zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen Ländern in Europa. Denn wir haben ja schon auffällig, dass die Grünen, also die ökologische Fragen als erste vorgetragen haben als Partei, dass das hier sehr früh geschehen ist und in Frankreich nur als Beispiel wenig und auch noch nicht wirklich stark. Ja, die haben jetzt ein Inlandsflugverbot, ne? Ja, aber nicht durch eine grüne Partei bewirkt, sondern durch die starke Position des Präsidenten. Also es gibt unterschiedliche, oder das wäre einfach meine Frage, haben Sie den Eindruck, dass es unterschiedliche Sensibilitäten je nach Nation gibt? Na klar, also das ist ja eine große historische Frage immer. Es geht ja, also wenn wir uns die Klimabewegung heute angucken oder die Klimabewegtheit des Landes, dann können wir natürlich ganz große, sagen auch, sozusagen Schlüsse aus der Geschichte ziehen. Also natürlich macht es was mit Menschen, die schon irgendwie, als sie 20 waren, gegen den sterbenden Wald, hat man ja damals gesagt, gekämpft haben, die sich heute viel besser daran zurückerinnern können und wissen, oh, wir können Katastrophen bewältigen, super. Also die Historie der Umweltbewegung in Deutschland und auch der Umweltsensibilität macht natürlich auch was mit dem Status quo. Das ist ja logisch. Die sozusagen Geschichte oder sozusagen das 20. Jahrhundert prägt natürlich aber auch auf andere Art und Weise sozusagen die Situation heute in Deutschland. Wenn wir uns angucken, wie man immer weiter sozusagen die Fossilität anfängt, heilig zu sprechen. Also ich sitze dann sozusagen mit Politikern auf Podien, wo ich das Gefühl habe, die fangen gleich an zu weinen, wenn wir noch einmal vom Kohleausstieg sprechen. Weil die sagen, nein, das sind doch wir und das ist doch, wer wir sind und das hat das Land groß gemacht und das stimmt ja alles. Es wäre nur super gut, könnten wir uns ab und zu von sehr guten Ideen der Vergangenheit verabschieden, um Platz zu machen für neue Ideen und Lebensgrundlagen zu bewahren. Aber das ist natürlich, macht natürlich auch was. In anderen Ländern ist es ganz anders. Also in Norwegen gibt es gerade eine große Debatte zum Beispiel um die Ölförderung. Mhm. Norwegens Reichtum basiert maßgeblich auf der Ölförderung und das macht was mit einem Land und einer Debatte und auch natürlich politischen Wandel. Ja, das wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Und interessanterweise ist es so, dass es ja in Deutschland ein recht hohes Umweltbewusstsein gibt und das wird ja auch immer erhoben und es gibt ganz, ganz viele klimabewegte Menschen. Es gibt aber kaum Länder, wo sozusagen dann die Diskrepanz zwischen dem, was Menschen einfordern, zu dem, was Menschen bereit werden und das, was die Politik macht, so groß ist. Also die Regierung und die Politik hängt ja meilenweit hinter dem zurück, was Menschen schon längst sozusagen, was Menschen schon längst mitmachen würden. Also es gibt eine Mehrheit unter den Wählerinnen und Wählern jeder Partei, jeder demokratischen Partei, gibt es eine Mehrheit für richtig guten, schnellen Klimaschutz. Und trotzdem gibt es sozusagen kaum ein Wahlprogramm, was das tatsächlich effektiv vorschlägt. Würden Sie sagen, das ist ein Politikversagen im Sinne, die Politiker und Politikerinnen haben das irgendwie nicht verstanden oder es leuchtet ihnen nicht ein oder was? Oder ist es ein... Das Politikversagen haben Sie jetzt übrigens ins Spiel gebracht, aber ich mag die Analyse. Ja. Ja. Oder ist es, das könnte es ja auch sein, dass man sagt, die wissen einfach, dass... Wenn, also Herr Scholz, sagen wir mal, aber auch Herr Laschet, wenn die jetzt, was Sie gerade genannt haben, schnelle Reaktionen. Also schnelle Reaktionen, nachdem wir 40 Jahre lang über die Klimakrise gesprochen haben und nichts zu machen, ist natürlich auch ein sehr relativer Begriff. Endlich schnelle Reaktionen oder endlich auch. Also endlich in dem Tempo, von dem wir davon sprechen können, dass es echter Klimaschutz ist. Ja, ja. Und eventuell damit auch, wie soll man sagen, folgenreiche Maßnahmen.
Hoffentlich folgenreich zur Abwechslung. Und, ja, aber folgenreich eben nicht nur im Bereich der Senkung von Emissionen und der Verbesserung der Lebensqualität, der Luft, des Wassers, der Wälder, so, etc. Und da, aber dafür, also das wäre für eine Vermutung von mir, dass die Zurückhaltung der Politik nicht einfach nur eine Art Charakterschwäche ist oder eine Einsichtslosigkeit, sondern dass die eben sagen, naja, wenn ich den Leuten dann sagen muss, was sie dafür auch aufgeben müssen. Ja? Zum Beispiel was? Naja, weiß ich nicht. Das Fahren bestimmter Sorten von Automobilen. Schlägt irgendeine Partei vor, dass es bestimmte Autos nicht mehr geben sollte? Ja, das tun sie eben deswegen nicht. Naja, die Sache ist ja die, also ich glaube auch, das würden sie nicht machen, weil es geht ja nicht darum, dass man anfängt, irgendwelche Arten von Autos zu verbieten, sondern es geht ja darum, dass man anfängt, CO2 so zu bepreisen, dass irgendwie die Kosten reflektiert werden. Die Sache ist die, die großen Parteien in diesem Land, vor allem CDU, SPD und FDP, die haben die letzten Jahrzehnte praktisch für sich geworben mit wenig Klimaschutz. Also um sich von den Grünen abzugrenzen, immer wieder propagiert, Leute, wählt uns garantiert keinen Klimaschutz, keine blöden Ökomaßnahmen, keine Verbote mit uns. Natürlich macht das was mit einer Republik, der man immer und immer wieder sagt, wenn die Grünen gewählt werden oder wenn Klimaschutz kommt, dann geht es mir ganz schlecht. Das ist ja ein Narrativ, was politisch selbst in die Welt gesetzt wurde. Es gibt ja keine Regel, dass richtig guter, gerechter, nachhaltiger Klimaschutz in irgendeiner Weise eine Verschlechterung von Lebensqualität mit sich bringen würde. Genau genommen kenne ich ehrlicherweise sozusagen Dutzende Konzepte, wo sich Lebensqualität sozusagen nachweisbar steigert, wenn guter Klimaschutz umgesetzt werde. Es gibt auch schlechte Klimaschutzvorschläge, aber ich kenne niemanden, der die wirklich umsetzen wollen würde. Also dass man sozusagen so eine Angst oder fast schon so eine Art Panik rund um radikalen Klimaschutz verbreitet, ist ja eine politische Strategie der Vergangenheit gewesen, um immer wieder sozusagen deutlich zu machen, Leute, mit uns habt ihr das nicht, keine Sorge. Und sich jetzt hinzustellen und zu wundern, dass es Menschen gibt, die sich sorgen, was Klimaschutz mit sich bringt, ist ein hausgemachtes Problem. Und jetzt fällt es natürlich der gesamten Politiklandschaft auf die Füße, weil die auf einmal alle wissen, fuck, wir haben uns komplett verrannt, der Planet ist in so einem desaströsen Zustand, wir haben gar keinen Plan, da rauszukommen. Jetzt müssen wir den Menschen irgendwie sagen, es muss sich schnell was ändern. Ja, dumm, hätte man da früher drauf kommen können, dass es die Klimakrise gibt und dass es so ein großes Problem für uns ist, ist ja wirklich keine Breaking News. Und das heißt, in dem Sinne bin ich so, also frage ich mich sozusagen, was man sich noch vormachen möchte. Und natürlich wäre es ein ganz logischer Schritt, sich hinzustellen und mit den Leuten Klartext zu sprechen und zu sagen, ey, sorry, wir haben uns verrannt. Und wir haben in unserer politischen Karriere und in all dem, was wir Großartiges geleistet und gemacht haben, das größte und existenziellste Problem von allen übersehen oder strategisch nicht erkennen wollten, weil es nicht mit unserer Programmatik übereinander gepasst hat. Und jetzt müssen wir aber ganz viel anders machen. Aber Leute, keine Panik, wir haben gute Ideen und gute Pläne, wir schaffen das. Ich weiß nicht sozusagen, wie viele Fluten Nordrhein-Westfalen es noch braucht, bis irgendeine Partei bereit ist, sich hinzustellen und sowas zu sagen. Was ja alles andere als sozusagen ein radikaler Vorschlag ist. Und jetzt steht man da in diesem merkwürdigen Wahlkampf und niemand traut sich wirklich die Wahrheit zu sagen, wie sehr am Arsch wir sind, wie gravierend die Krise ist, wie wenig wir geschützt sind. Das haben wir nicht zuletzt gesehen mit über 100 Toten in den Fluten vor wenigen Monaten. Und man probiert den Menschen irgendwie so eine Form von weiter so zu verkaufen, bei dem aber jeder Mensch, der irgendwie einmal in die Welt geguckt hat, weiß, das geht ja gar nicht so, weil nicht zuletzt jeden Tag irgendwo eine neue Katastrophe auftaucht. Aha. Nochmal zurück zu dieser Frage, was ist Deutsch? Deutschland wird ja oft charakterisiert als ein Land, das stark durch Föderalismus, durch regionale Autonomie und auch durch ich will gar nicht sagen Identität, aber durch so starke lokale Einbettung der Leute charakterisiert ist. Nehmen Sie das auch so wahr, dass es zum Beispiel starke Unterschiede gibt zwischen den Bewohnern der großen Städte und den Bewohnern des Landes, auch in Bezug auf ihre Themen, die Einstellungen variieren, ob man ein Auto braucht oder nicht. Carsharing im Sauerland ist wahrscheinlich schwieriger als in Berlin. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, das ist jetzt ja offensichtlich. Was die Menschen betrifft, da würde ich mir jetzt, glaube ich, kein Urteil drüber machen wollen. Aber natürlich sind die, erlebe ich, wenn ich bei unseren Fridays for Future Ortsgruppen bin, die sich in ländlichen Regionen organisieren, im Vergleich zu denen, die sich in urbanen Regionen organisieren, auch große Unterschiede in der Kommunikation und das
kommt mir manchmal fast so vor, als seien dort, gerade wo Menschen in ländlichen Regionen leben, erlebe ich eine ganz andere Sensibilität für das, was wir zum Beispiel in Sachen Klima zu bewahren haben. Also wofür kämpfen wir denn eigentlich die ganze Zeit? Und das erkennt man oft dort, wo eben keine Straße und kein Hochhaus steht, sondern wo wir ein bisschen Welt sehen, ein bisschen Natur sehen, wo wir die Wälder sehen und die Felder und sehen auch, was im Zusammenleben Gemeinschaft heißen kann im besten Falle und wie wunderbar das ist. Und ich erlebe dort eine ganz andere Art von Klimabewusstsein, die sich halt auch viel mehr im Hier und Jetzt orientiert. Also der Wald stirbt vor den eigenen Augen, die Felder sind nicht mehr beackerbar. Die Familienbetriebe, landwirtschaftlichen Betriebe müssen verkaufen, weil die Bedingungen zu schlecht sind, weil die europäische Agrarpolitik Großkonzerne bevorzugt und so weiter und so fort. Das hat was ganz Akutes oftmals. Und dass man da natürlich den Menschen so ein bisschen irgendwie sagen, also ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein Vorurteil gegenüber Menschen auf dem ländlichen Raum. Das wird, glaube ich, politisch auch sehr befeuert, dass die in Anführungszeichen nicht so bereit wären für Klimaschutz. Ich glaube, da ist bloß die Frage, wie man Klimaschutz macht. Und zum Beispiel, wenn es darum geht, keine Ahnung, E-Mobilität voranzubringen, ist das im ländlichen Raum viel einfacher, weil die Ladesäulen oftmals nicht so überfüllt sind wie in Städten. Ja. Und ich sehe tatsächlich eine andere Form von Auseinandersetzung, aber die ist auf jeden Fall auch da. Nicht überall und nicht immer, nicht so intensiv, das ist ja klar, aber das ist ja bei allen Themen der Fall. Nochmal kurz zu dem Argument, das man so häufig hört, wir sind zu klein, als dass es einen Ausschlag machte, was wir. Ja. Das ist natürlich, wie soll man sagen, ein nehmen wir mal, das wäre so, dann ist es natürlich eine Art Dilemma, also eigentlich ein klassisches Dilemma, jeder sagt, ich bin zu klein. Und dann reiten alle das Ganze in den Abgrund oder jedenfalls in krisenhafte Situationen. Ja, das ist interessant, ne? Weil man lernt ja schon auch im Kindergarten, wie das funktioniert, Gruppenarbeit. Alle zusammen decken den Tisch ab. Jeder trägt zwei Teller, ist der Tisch am Ende gedeckt. Mhm. Das ist, wovon wir sprechen. Klimaschutz funktioniert nur global, das stimmt, aber dafür müssen wir alle unseren Teil zu beitragen. Und wir in Deutschland tun es nicht. Und ich frage mich, von wem wir es auf der Welt erwarten wollen, wenn wir es nicht tun. Wir sind ein so reiches Land, ein so gut ausgestattetes Land. Es ist merkwürdig, dass man sagt, ja, wir würden erstmal nichts machen, nur um zu gucken, ob vielleicht andere was machen. So geht es nicht auf. Wir stehen unter einem enormen Zeitdruck. Und die Vorstellung, dass man nichts tut, weil man nicht alles tun kann, ist vielleicht eine der gefährlichsten Vorstellungen überhaupt. Weil es resultiert in Schockstarre und in Stillstand. Und das gilt auch für uns als Einzelperson. Ich meine, viele Menschen fragen sich auch, was kann ich im Klimaschutz tun? Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich die Sache unterstützen? Und es ist so irritierend, dass Menschen immer wieder sagen, ach, weil ich nicht alles tun kann, dann stehe ich lieber irgendwie am Rand und gucke zu. Das ist übrigens auch ein Argument, dass da eigentlich, wenn man das konsequent, diese Haltung hätte, dann dürfte man auch nicht zu politischen Wahlen gehen, weil die einzelne Stimme ja praktisch nur ein 16 ja, ich meine, nichts würde funktionieren. Leute kommen zusammen, um ein Haus zu bauen und weil ein Maurer entscheidet, ich kann nicht die ganze Wand alleine bauen, mache ich es dann lieber gar nicht. Also das ist einfach, es ist eine ganz verquere Perspektive und wie gesagt, auch vielleicht in dem Sinne sozusagen charakteristisch für die Absurditäten, die man sich dann ausdenkt, die Gedankenverrenkung, um bloß noch ein Argument von irgendwo zu finden, warum man im Klimaschutz nicht direkt loslegen sollte. Hm. Wie stellen Sie sich vor, wie es doch noch irgendwie gelingen kann, ein Sinneswandel der Politik, gelingen kann im Sinne, dass die Politik was fordern, sich zusammenreißt? Brauchen wir ein anderes Personal oder brauchen wir andere Parteien? Naja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen, also wir erleben natürlich ein Problem, weil wir viel zu wenig ökologisch visionäre Menschen in den Parteien sehen. Also der Herr Laschet hat jetzt ein Zukunftsteam vorgestellt und sozusagen noch eine Klimakavallerie oder sowas ähnliches. Und das ist natürlich irgendwo dramatisch, dass man denkt, boah, diese Partei gibt es so lange und das sind eure Ökos. Also so, das ist natürlich auch ein strukturelles und personelles Problem. Und das ist bei vielen Parteien und wird wahrscheinlich auch in der Regierung ein bisschen schwierig sein.
auf der anderen Seite, wenn man wirklich möchte, glaube ich, kann man sich schon schnell in Themen reinarbeiten und kann man sich auch schnell Themen annehmen. Man muss sich vielleicht dann aber einmal kurz mit seinem Ego beschäftigen. Also wenn man sozusagen, man muss sich vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass man in seiner politischen Karriere einfach eins oder vielleicht das existenzielle Thema von allen übersehen hat und jetzt schnell umsteuern muss, auch in der persönlichen Ausrichtung. Wenn man das nicht kann, dann wird es auf jeden Fall hakelig. Aber das ist, glaube ich, eine Willensfrage, eine Überzeugungsfrage. Es ist übrigens keine, das will ich auch mal nochmal gesagt haben, keine Wissensfrage. Also ich werde ewig gefragt, ob die Regierung noch nicht genug Bescheid weiß oder ob es bei der Politik noch nicht so richtig angekommen wäre oder so. Und ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir anfangen, Politiker wie erwachsene Menschen zu behandeln. Das sind sozusagen, die können lesen und schreiben und nachdenken und was wir 40 Jahre lang über die Klimakrise wissen, sollte auch da angekommen sein. Und wer jetzt meint, die Politik müsse nicht so viel machen, weil sie noch nicht das ganze Thema verstanden hat, der impliziert, dass wir regiert werden von Leuten, die nicht in der Lage sind, die offenkundigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu begreifen. Ja. Und das sollte uns auf diversen politischen Feldern richtig Angst machen. Jetzt ist es so, jetzt erleben wir eine Art Stillstand in der Politik und eine mangelnde Bereitschaft, über die Wirklichkeit wirklich zu sprechen, über die Drastik der Lage und über die Tiefe der Veränderung, die anstehen so oder so, also ob sie in Form von Klimakrise kommen oder in Form von Klimaschutz. Und es ist aber ja so, dass in dem politischen Wandel, den wir brauchen, ja die politischen Instanzen, die am Ende regieren, ja nicht die einzigen Instanzen sind, die entscheidend sind, sondern viel geht auch von der Gesellschaft aus, viel geht von der Wirtschaft aus, vom Finanzsektor, von der Industrie. Vom Recht. Auch vom Recht, von den Gerichten auch, richtig. Und das heißt, wir werden die jetzt ein bisschen in die Bresche springen müssen, also Gesellschaft, Wirtschaft, Industrie, Gerichte, und werden fordern und zusammentun müssen, Druck ausüben müssen, weitermachen müssen, auch wenn das heißt, wir überholen zwischenzeitlich die Politik. Das haben wir in den letzten Jahren genau genommen auch schon gemacht. Also das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat in diesem Jahr mehr fürs Klima getan als irgendeine von den Parteien, wenn man das so sagen möchte. Und das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass wir Teil von einem großen Komplex sind, in dem verschiedene Akteure am Start sind. Und es kann zu Verdruss führen, wenn wir uns sozusagen, wenn wir auf die Politik gucken und sehen, wie wenig sich da bewegt. Aber es wäre entscheidend, dass wir unseren Blick weiten und sehen, an wie vielen anderen Ecken und Enden sich was tut, wie viel sich auf dem Finanzmarkt tut, wie viele große Konzerne mittlerweile sagen, hey, wir wollen dieses CO2-Spiel gar nicht mehr mitmachen, weil es führt für uns zu Nachteilen auf dem Markt. Wie viele Industrien sagen, hey, wir würden eigentlich gerne lieber jetzt was machen, weil am Ende des Tages kommt sonst alles noch viel teurer für uns und viel unvorhersehbarer und so weiter und so fort. Das heißt, im besten Falle machen alle die, die was machen können und lassen sich von der Politik nicht aufhalten, im Gegenteil, sondern auch von der Tatenlosigkeit ein bisschen antreiben. Und dann ist natürlich absolut realistisch, dass auch große politische Sprünge gemacht werden, dass man wegkommt von diesem Schritt-für-Schritt-Mantra und bereit ist, mal wirklich nach vorne zu gehen. Dann ist die Politik einfach nur zu mutlos, zu zaghaft, zu... Oder hat es, geht es um Interessen? Naja, jetzt kommen wir zu der Frage, warum die Regierung nicht das gemacht hat, zu was sie sich selbst verpflichtet hat, und zu dem, was gesellschaftlich schon längst in der Breite angekommen ist. Gute Frage, müssten Sie, glaube ich, mal die fragen. Wir können da jetzt mutmaßen, das sind, also ich, wie gesagt, glaube, dass da viel Ego dranhängt, dass das Nichthandeln der Regierung vielleicht auch Konsequenz ist von sozusagen den eigenen Anti-Klima-Narrativen der Vergangenheit. Also wenn man den Menschen immer wieder sagt, jedes Verbot wird euch irgendwie das Lebensglück nehmen, wählt nicht die, die möglicherweise ein Verbot wählen wollen, dann macht es vielleicht auch mit der eigenen Perspektive auf den Klimaschutz, und irgendwann denkt man selber, stimmt, ein Verbot wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Klammer auf, was auch eine ganz abgefahrene Debatte ist. Ich meine, jeder, der mal durch einmal eine Straße überquert hat, weiß, wie wichtig Verbote für uns sind, weil man irgendwann Menschen sagen kann, damit dein Leben geschützt wird, geh bei Rot nicht über die Straße. Jeder kann sich dran halten, wir alle können uns damit abfinden, dass wir unseren Freiheitsraum ermöglichen, indem wir strategisch Dinge verbieten. Naja, Klammer zu. Also vielleicht haben wir da auch eine, also es ist auch die Politik, die sich selbst zu lange erzählt hat, dass Klimaschutz das Schlimmste der Welt wäre, die jetzt noch nicht bereit ist umzudenken oder noch nicht in der Lage ist umzudenken.
in manchen Parteien, also vor allem sozusagen der Unionspartei, bei der FDP sind sicherlich auch so vested interests. Also das ist natürlich nicht verwunderlich, dass Menschen, die über drei Ecken von RWE finanziert werden, da nicht losziehen und sagen, lass uns mal schnell einen Kohleausstieg organisieren. Also sozusagen die Liste an Korruptionsskandalen und Lobbyverstrickungen, gerade bei der Union, ist ja gigantisch. Das finde ich da dann auch nicht wirklich erstaunlich, dass man sich nicht bereit erklärt, aus aller christlichen Motivation heraus Lebensgrundlagen zu erhalten. Ja, aber ansonsten muss man die mal selbst fragen, warum die nicht machen. Ich würde jetzt noch ein paar so Abschlussfragen stellen. Das machen wir immer mit jedem Gesprächspartner in diesem, Format, was ist Deutsch. Vorher vielleicht die Frage, leben Sie gerne in dem Land, in Deutschland? Hätten Sie ein Land, wo Sie sagen würden, da würde ich eigentlich, die machen es besser? Ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die mittlerweile darüber, also denen schon mal in diesem Wahlkampf der Gedanke gekommen ist, könnte ich nicht auswandern, wenn XY regiert. Würde mir jetzt spontan kein anderes Land einfallen. Also ich schätze, ich lebe schon auch ganz gerne hier. Ja. Was mögen Sie an Deutschland? Ich weiß nicht, ob es Teil von meiner Generation ist. Ich bin immer sozusagen... was ich an Deutschland mag, naja, unterm Strich ist es ein wahnsinnig schönes Land, glaube ich schon. Also ich komme aus Hamburg und bin als Kind immer an die Küste gefahren und im Winter in die Berge. Und wenn man so im Zug sitzt und durch das Land fährt, glaube ich schon, dass man sich auch verlieben kann. Gibt es eine Situation, in der Sie sich selbst mal als wirklich deutsch empfunden haben? Mit dem Deutschland, dem Nicht-Deutschland, ich weiß nicht, ob das meine Generation ist oder sowas, aber das ist eine Sache, mit der ich mich, glaube ich, gar nicht so wohl fühle. Ich denke da viel an meine Großmutter, die mir das auch so ein bisschen ausgeredet hat. Also ich glaube, eine Erfahrung, die ganz viele Menschen im Ausland machen, dass man auf einmal merkt, so, ach, Pünktlichkeit finde ich doch toll. Weil ich finde, wenn man im europäischen Ausland Zug fährt und es gibt keinen Wagenstandsanzeiger, denke ich immer, wie funktioniert irgendwas in diesem Land, wenn es keinen Wagenstandsanzeiger gibt? Und da muss ich dann ein bisschen lachen und denken, boah, Luisa. Das ist eine schöne Definition deutscher Kultur, der Wagenstandsanzeiger. Das hatten wir noch nicht. Sehr gut. Was habe ich denn hier noch als Frage? Ja, gibt es einen Lieblingsdialekt der Deutschen, den Sie haben? Also hören Sie gern? Ich finde ganz viel, sozusagen, ganz viel ist ja schön, aber die Dialekte, ich glaube, das Fränkische finde ich noch ganz schön. Das Fränkische, ja. Aber holla, also ich finde es toll, dass wir so eine Vielfalt an Dialekten haben, das ist schön, das macht eine Sprache reicher, aber sind auch viele nicht so schöne dabei, finde ich. Ja. Ich komme aus Hamburg, das heißt, bei mir hört man nicht so wahnsinnig viel raus, aber natürlich ist bei uns Platt auch ein Ding. Ja. Okay, Sie würden es nicht allen empfehlen. Ja, also ich bin jetzt nicht total traurig darüber, dass ich es nicht spreche. Ja. Wo ist für Sie Deutschland am schönsten? Also mein Lieblingsort? Ja. Ja. Ach, ich finde es jetzt ein bisschen Meta, aber ich finde es toll, dass wir dass wir nicht spüren, wenn wir Grenzen überschreiten. Dass wir Teil von einem, sozusagen von einer EU sind, von einem Europa sind, in dem wir auf einmal feststellen können, huch, ich bin jetzt woanders. Und das auch innerhalb von Deutschland, das ist nicht selbstverständlich, wie wir wissen, und das macht auch frei. Auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und es fällt mir gerade auf, es ist ja gar nicht landschaftlich bestimmt. Man fährt einfach über die Grenze, es ist dieselbe Landschaft, sehr häufig. Ja, interessanterweise, außer dort, wo man die Mauer stand. Also wenn man von, sagen, vom Westen in den Osten fährt, hat sich das ganz interessant, haben sich teilweise andere Habitate rund um die Grenze gebildet in den Jahren. Ja. Das wäre dann so eine innerdeutsche... Ja, sozusagen innerdeutsche ökologische Grenze, das nennt sich das grüne Band, glaube ich. Aha.
Welches deutsche Gericht essen Sie am liebsten? Und gibt es etwas, was Sie definitiv nicht essen würden? Also ich esse sozusagen wenig tierische Produkte, das heißt mit vielen, ich glaube so Klassikern, habe ich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Und was essen Sie sehr gern? Gibt es so ein Lieblingsgericht mit deutschem Einschlag? Also? Finde ich alles ganz gut. Ich wusste aber, als ich in der Grundschule war, hatten wir immer so ein Schulfest und da sollten alle Kinder was aus einem Land mitbringen, was Klassisches. Und dann hatte meine Fahne gezogen und ich hatte Deutschland. Und ich fand es so schwierig und ich weiß, dass da Tränen geflossen sind, weil mir nichts einfallen konnte, was so ein deutsches Gericht ist. Und irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen gegen die deutsche Küche spricht, aber ich finde es im Nachhinein auch irgendwie schön, dass es für mich so wenig selbstverständlich war, was aus Deutschland mitzubringen, weil ich viel besser österreichische oder englische oder ungarische Gerichte kannte. Also Englisch ist eine interessante Antwort. Englische Küche steht nicht in einem sehr hohen Ruf, aber ja, aber das ist, also die ja. Haben, ja, aber ich meine, dann, das ist ja wie mit dem deutschen Humor, man hat keine Erwartungen dran und dann fallen alle vom Stuhl, wenn man doch mal einen Witz macht. Ist ja eigentlich auch was, also hat ja auch was. Ja. Die beste deutsche Erfindung. Also diese ganzen Fragen, diese ganzen Deutschfragen, das ist, wie geht es anderen Leuten auch ein bisschen unwohl damit? Also ich merkte, dass es, okay. Macht aber nichts. Beste Erfindung, ich finde das Konzept Litfaßsäule super. Ich weiß es jetzt nicht sozusagen, so eine bahnbrechende Erfindung, aber der Herr Litfaß hat ja die Litfaßsäule erfunden und ich finde, das ist ein total schöner Gedanke, dass jemand auf die Idee gekommen ist, man stellt so einen Turm in die Welt, um Werbefläche zu schaffen, aber mittlerweile ist es so ein Kultding geworden. Und vielleicht freut er sich darüber, dass mittlerweile immer mehr so Kunst und Kultur auf diesem Ding beworben wird und weniger so Konsummittel. Ich weiß, es hat jetzt nichts so Ingenieursleistung von diesem Land beigetragen. Aber das ist eine Antwort. Ich meine, Wagenstandsanzeige und Litfaßsäule, das sind doch zwei sehr gute Antworten. Deutsche und Mobilität. Okay, ansonsten, naja, es... ich glaube, also was ich bereichernd und bezaubernd finde, ist die... die Vorstellung, dass man im letzten Jahrhundert so viele Probleme gelöst hat, indem man Dinge erfunden hat, von denen man dachte, das kann gar nicht funktionieren, also sowas wie Autos und so weiter und so fort. Und auch sozusagen in Deutschland hat man das ja viel gemacht und großartige Ingenieursleistungen an den Tag gebracht und Menschen glücklich gemacht. Und ich finde es in dem Sinne ein bisschen erschütternd, dass gerade diejenigen, die meinen, sozusagen so viel von deutscher Kultur bewahren zu wollen, jetzt annehmen, dass man nicht weiterhin großartige Ingenieursleistungen verbringen könnte, um heutige Probleme zu lösen. Mhm. Und ich meine, die Leute, die sich Windkraftanlagen und die Technologie dahinter und Solarpaneele und die Technologie dahinter ausgedacht haben, die haben in den letzten Jahrzehnten erleben müssen, wie ihre Erfindungen politisch praktisch boykottiert wurden teilweise. Mhm. Und man tut so, als sei alles, was man irgendwie an Ingenieursleistung und an Erfindergeist hatte, irgendwie im 20. Jahrhundert aufgebraucht wurde und jetzt geht das nicht mehr. Und lässt irgendwie sehr gute Ideen gerade im Keller liegen, um Ideen aus dem 20. Jahrhundert zu beschützen. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, dass wir ein bisschen Weg frei machen können. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.